Heute ist der 9. Januar 2022. Hier geht es allgemein um das Urteil des Bundesgerichtshofs, der gesagt hat, ohne ausdrückliche Zustimmung des Kunden dürfen Banken die Kontoführungsgebühren nicht erhöhen. Und hier werden halt die größten Kreditinstitute in Deutschland befragt, was sie dazu halten. Das ist eine typische Standardmist. Aber eine Bank sticht hier heraus, nämlich die Hypo-Vereinsbank. Hier steht, nach Auffassung der Hypo-Vereinsbank kann neben einer schriftlichen Zustimmung zu veränderten Vertragsbedingungen auch konkludentes Handeln des Kunden als Zustimmung gewertet werden. Dies liege dann vor, wenn ein Konto auch nach der Information über die Anpassung weiter aktiv genutzt werde. Ja, das ist natürlich extrem dreist und dumm, weil genau das widerspricht ja dem BGH-Urteil. Der BGH hat ja gesagt, dass genau diese konkludente Zustimmung eben rechtswidrig ist. Nur weil man ein Konto aktiv nutzt, heißt das doch nicht, dass man irgendwelchen veränderten Vertragsbedingungen zustimmt. Wenn ich mein Konto aktiv nutze, heißt das nicht, dass ich jetzt sage, okay, dann stimme ich jetzt den höheren Kontoführungsgebühren zu. Und selbstverständlich ist das keine Zustimmung, wenn konklutives Handeln vorliegt. Weil konkludentes, konklutiv gibt es auch. Der BGH hat doch gesagt, das geht nicht. Ihr müsst eine schriftliche Zustimmung erhalten. Vielleicht auch per Fax. Auf jeden Fall per Fax oder per Briefpost. Kann natürlich auch im Schalter abgegeben werden oder im Briefkasten des Kreditinstitutes. Aber es muss schriftlich sein mit Unterschrift. Und nur dann ist diese Zustimmung rechtens und nur dann dürfen sie höhere Kontoführungsgebühren verlangen. Und was jetzt hier die Hypo-Vereinsbank sagt, ich meine, das Urteil vom Bundesgerichtshof ist vom April 2021. Und dann fangen die ja immer noch sowas an. Das ist so widerlich. Das können die ja gerne auch nochmal vom... Ich meine, die können ihre Auffassung haben. Bundesgerichtshof muss man nicht akzeptieren, sollte man aber. Aber das hier, ich meine, die fallen, das Schlimme ist immer, die wissen, in dem Moment, wo die das sagen, mit dem konkludenten Handeln, dass es rechtswidrig ist. Was ist das für eine kaputte Bank, diese Hypo-Vereinsbank? Wie kaputt kann man sein?